Soll noch ein bisschen lauter klingen können. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich bin zu Gast bei Nil. Wie gesagt, heute ein Spiel. In einer Stunde geht's los und das nehmen wir zum Anlass und schauen uns mal an, was muss alles in die Sporttasche zum Spiel. Das Wichtigste natürlich die Schuhe. Aber hier sind so Art Fake-Schuhe, weil... Meine Schuhe sind bei mir in Nöttingen. Da haben wir so einen Schraum. Da kommen alle Schuhe rein. Okay, also die Schuhe, die packen wir jetzt nicht ein. Die sind hier nur fürs Bild. Genau. Welche Schuhe hast du? Ich habe... Also jetzt welches Modell, oder? Ja. Weiß ich selber nicht, aber ich habe Adidas X, heißen die, 18.1 FG, doch, ich weiß es natürlich. Und ich habe dann noch die Copa, habe ich mir geholt, aber die sind nur zum Trainieren, weil die sind echt schwer, habe ich gemerkt. Copa Mundial? Ja, so neue Version, neue Auflage, also moderne Copa. Ja, die sitzen schon gut, sind sehr bequem, aber halt ultra schwer, deswegen zum Spielen eignen die sich nicht. Jetzt ist ja schon November, deswegen ist auch besonders wichtig natürlich die richtige Kleidung gegen die Kälte. Also das trage ich eigentlich immer, auch Sommer oder Winter. Das fühlt sich einfach, habe ich gemerkt, irgendwie besser an. Keine Ahnung, ob das so ein Placebo-Effekt ist. Ich habe sogar seine eigene Tasche. Ja. Nein, da kommen noch andere Sachen rein. Dann noch hier ein Thermo. Wir haben dort meistens noch ein Thermo. Dann ziehe ich das an in der Halbzeit. Wenn ich spiele, dann wechsle ich das Thermo. Ich glaube, jeder kennt das. Nach der Halbzeit bist verschwitzt, gehst raus, klatschnass. Das ist ein ganz ekliges Gefühl. Ja doch, ich glaube das auch. Das kann sich auch jeder Amateurfußballer vielleicht aneignen. Das ist, glaube ich, ganz gut eigentlich. Zwei Thermos oder was? Oder ein Thermo? Überhaupt Thermo? Zwei Thermos. Okay. Oder ein Thermo reicht auch. Manchmal spiele ich dann in kurz und in der Halbzeit ziehe ich ein Thermo an. Fühlt sich einfach richtig gut an, muss ich sagen. Okay, hier ein besonderes Gadget oder ist das heutzutage Standard? Ich bin ja ein bisschen raus aus dem Game seit einigen Jahren. Also von unserem Team hat, glaube ich, fast jeder jetzt mittlerweile so Anti-Rutsch-Socken. Also ich war am Anfang nicht so Fan von. Ich glaube, da hatte ich, weil ich kann dir mal zeigen. Ich hatte dir jetzt... Ich glaube, von welcher Marke waren die nochmal? Da war ich wirklich enttäuscht von der Qualität auch. Ich glaube, die haben hier ein Loch sogar bekommen. Hier, guck, siehst du es. Die waren nicht so gut. Aber jetzt habe ich die hier und die sind echt top, muss ich sagen. Und helfen auch wirklich, also ein echter Game Changer. Also wirklich. Das merke ich, wenn ich dann wieder mal ohne so Gripsocken spiele, ja, dann rutsche ich. Dann rutsche ich wirklich in den Schuhen. Okay, was natürlich auch jeder hat, sind Schienbeinschoner. Mir gefallen deine aber besonders gut. Ich habe hier natürlich die ein bisschen kleiner gemacht, sieht man ja. Und ich habe schon gesagt, du hast aus einem zwei gemacht. Achso, nee. Sehr sparsam. Das war nicht der Fall, aber dann auch das Polster rausgemacht, weil da ist meistens das Problem, wenn du nach dem Spiel die ausziehst, dann sind die ganz verschwitzt und dann stinken die meistens. Und bei denen musst du gar nichts machen, musst ja eigentlich auch nicht mal abwaschen, die werden nie stinken. Und die sind extra leichter, spielst du eigentlich gar nicht, wenn du spielst. Da bin ja, und die sind, legal zugelassen, oder was? Ja, die sind vom TÜV. Ja, nee, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob da irgendwie welche Regularien gibt, aber am liebsten würde ich ja mit gar keinen spielen, aber du brauchst ja halt welche, deswegen. Die kommen auch hier rein. Ah, cool. Alles kommt hier rein, fast alles. Das ist ein echter Gamechanger, oder? Das ist auch ein richtiger Gamechanger, tatsächlich. Black Roll, das war auch wichtig, oder? Also, ich benutze es nicht so oft, ab und zu mal bei Stellen, wo ich ein bisschen Probleme habe. Es gibt einen aus meiner Mannschaft, der ist, glaube ich, in der Black Roll verheiratet, also der wirklich 24-7. Nur am Ausrollen, geht 10 Minuten vor auf den Platz, um sich auszurollen. Der ist kein Mensch. Die bleibt zu Hause, aber. Die bleibt auch zu Hause, weil ich habe dort auch eine. Ja, Profi, ne? Alles da. Cool, außer dass du da mit dem Bus zum Spiel fahren musst. Das ist ziemlich Profi. Es war ein Bus. Und Auto. Nur drei Verkehrsmittel, um anzukommen zum Spiel. Ja. Hier noch einen Schal, nehme ich mit. Fußballschal. Falls ich heute auf der Bank sitze. Was ist das für ein Produkt hier? Das ist die Pferdesalbe Vermint extra stark. Mm. Die ist wirklich richtig top, muss ich sagen. Wenn du das drauf schmierst, dann fühlst du dich an, als ob dein Bein verbrennt, aber dann spürst du halt echt nichts mehr. Ja, das ist auch top. Nur ein bisschen natürliches Doping. Eine Banane. Ja, ich nehme es meistens einfach so mal mit. Meistens haben wir was da, so Riegel und so. Muss immer top vorbereitet sein, wer weiß vielleicht. Kriegen die es nicht hin und dann bist du ohne Banane da. Was machst du dann? Ich glaube, eine Stunde vorm Spiel sollte man das nehmen. Banane. Nehmen. Ja. Meins Essen. Ja. Gegen wen spielt ihr heute? Gegen ersten Göppinger SV. Ich glaube, die sind Vierter. Haben eine ganz gute Mannschaft. Also heute ist mal alles geben, sonst... wird es schwierig gegen die. Okay, Bro, ich wünsche dir viel Erfolg heute. Dankeschön. Bin ich dabei. Ciao, viel Erfolg. Danke. Tschüss, Nils, viel Erfolg. Danke, ciao. Dann schauen wir doch mal rein, wie es gelaufen ist. Die Nöttinger haben ja 4:1 gewonnen und gucken ein paar Szenen hier mit der Nummer 21 Nil am Ball. Gut gedreht, gerade nochmal den Pass hinbekommen. Dann eine saubere Flanke in den Strafraum.
gut abgelegt und ja, der Topstürmer verwandelt dann zum, ich weiß nicht welches Tor es war, auf jeden Fall sehr schön herausgespielt. Den Gegner am besten schon immer bei der Ballannahme stören, so können wir den schön aggressiv, den Gegner immer schön nerven. So, Achtung, der Gegenspieler nimmt Fahrt auf, da kommt der Nil mit Anlauf von hinten und gestoppt. Okay, kurz totgestellt, um der gelben Karte zu entkommen. Hat funktioniert. 63. Spielminute, Spielerwechsel beim FC Nöttingen. Wir bedanken uns bei unserer Nummer 21, Nil Hauser, und begrüßen neun der Partie mit der 18, Niklas Hecht-Zirpel.